ihr Schokoholics. Ihr habt's mitbekommen, das Galaxy S8 ist nun bei uns. Und ich, Drecksdepp, lauf bei solch einem typischen Drecksdeppenwetter durch die Gegend, nur um euch mit Gewissheit sagen zu können, ob das 900-Euro-Telefon nun das vermeintlich perfekte Handy sein mag oder nicht. Zumindest betiteln es doch derweil alle so. Also, was am Ende herauskommt, werdet ihr nicht glauben. Hashtag, ich möchte auch ein eigenes Hologramm in Madame Tussauds haben. Oh, und da das S8 und das S8 Plus sich nur in Display und Akku unterscheiden und in allen anderen Dingen identisch sind, bleibe ich in diesem Video beim S8 Plus. Direkt aus der Box gibt's ungewohnt viel. Neben Smartphone und klassischem Klopapier findet ihr ein Schnellladegerät, USB-C-Kabel, Micro-USB-Adapter, USB-Dongle und ein Headset, das von Samsung selbst und nur tuned bei AKG ist. Klingt okay, aber keineswegs 100 Geld wert. Beim ersten in die Hand nehmen fällt auf, groß. Genau genommen so groß wie ein iPhone 7 Plus, aber mit wesentlich mehr Display. 83% Display, genau gesagt. 6,2 Zoll beim S8 Plus und 5,8 beim S8. Und schön hell für direktes Sonnenlicht. Quad HD Plus AMOLED mit maximal 2960x1440 Pixeln, die von Anfang an nur auf etwa Full HD eingestellt sind. Maximal macht auch nur für VR Sinn. Da wo sonst der Homebutton war, ist nun ein drucksensitiver Bereich. Optisch natürlich etwas Neues, aber leider nicht wirklich bereichernd. Wie eh und je ist die Darstellung Geschmackssache, da es nichts mit Realität zu tun hat. Vor allem, dass der Farbwert je nach Blickwinkel ständig variiert. Da macht ihr es mit all den vorhandenen Optimierungsmöglichkeiten nur noch schlimmer. Ich weiß, dass dieser Übersättigt-Style einigen gefällt. Wer aber gern Videos schaut oder multimedial unterwegs ist, wird sich nicht von ungefähr wundern, warum alles immer sonst so komisch aussieht. Immerhin, die Handballenerkennung funktionierte erstaunlich gut. Fast keine ungewollten Eingaben. Der abgerundete IP68 wasserfeste Body bzw. die dadurch abgerundeten Displaykanten sind optisch ebenfalls Geschmackssache, da sie für mich außer störende rot-bläuliche Reflexion an den Kanten keinen Mehrwert bieten. Insgesamt fühlt sich das Telefon dadurch aber trotz der Größe kompakt an. Leider wirkt das Telefon vor allem rückseitig mit der schwarz schimmernden Farbe trotz Glas und Alu wie ein Spielzeug. Immerhin kratzfester als so manch anderes Smartphone. Oh, apropos Rückseite. Sagen wir es doch einfach mal frei raus. Der Fingerabdrucksensor. What the fuck? Ich will ehrlich sein. Für mich ist er in dieser Form unbrauchbar. Halb so groß wie die Kamera, oben und fast ebenbündig im Gehäuse. Wenn es mal fix gehen muss, musste ich entweder das Telefon umdrehen, gucken, wo das Scheißteil ist und dann hoffen, dass mein großer Finger in der Eile funktioniert. Alternativen wie Muster, PIN, Iris oder Gesichtserkennung sind tatsächlich viel schneller. Sehr sogar. Die Iriserkennung zwar wie immer problematisch mit Brille, aber die Gesichtserkennung, Wahnsinn. Handy raus, drauf gucken, drin. Geil, das meine ich ernst. Wenn da nur nicht das Problem wäre, dass man es mit einem fucking Foto immer noch entsperren kann. Ging woanders, ging bei mir, also kein individueller Bug am Gerät. Dann die Kamera. Mein Lieblingsgebiet und immerhin ein Feature, das die Hersteller, egal ob Samsung oder sonst wer, mit viel Blabla bewerben. Wie sieht's hier aus? 12 Megapixel Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, 4K Video und 8 Megapixel Frontkamera mit Full HD Video. Nun, dieses Foto ist ein wundervolles Beispiel, um zu zeigen, dass die Kamera des S8 trotz maximal möglicher Qualität keineswegs perfekt ist. Auf den ersten Blick, vor allem wenn ihr nur über das Handy-Display beurteilt, ist alles scharf und toll. Schauen wir ein bisschen genauer hin, fällt uns ein fieser Konflikt zwischen digitalem Scharfzeichner und digitaler Rauschunterdrückung auf. Hier an den Blüten und Blättern zu erkennen, beziehungsweise an der Wand dahinter. Hier gehen beim S8 feine Texturen fast verloren, bei Tageslicht. Und wer macht hier immer noch das Rennen? Richtig. Das Lumia 950 fickt weiterhin alles an die Wand, was nicht bei drei irgendein Keuschheitsgürtel anhat. Toll und traurig zugleich. Und hier, das pure RAW-Bild eines Galaxy S8 zeigt, wie so ein Bild ohne all den digitalen Verschlimmbesserungen aussehen würde. Aber selbst dann kommt es nicht an die Qualität eines Lumia 950 ran. Warum nimmst du eigentlich immer das 950 zum Vergleich, Alex? Nun, ich will damit aufzeigen, dass man nicht immer pauschal sagen sollte, ein neues Flaggschiff hat auch automatisch gleich die beste Kamera. Die Qualität bei 4K-Videos ist grundsätzlich gut. Nur finden wir auch hier die typischen Kompressionsartefakte, die sich bei feineren Texturen wie diesem Mauerwerk richtig schön zeigen. Immerhin, im Lowlight wird's besser. Hier berechnen entsprechende Automatiken ein ausgewogeneres Bild. Alle Fotos in Originalauflösung findet ihr wie immer im Album in der Videobeschreibung. Oh, ach ja, Snapchat-Style-Gimmicks wie Masken und Co. sind natürlich auch mit dabei. Wer sowas mag, wird's lieben.
Und für alle, die mit Bixby Vision liebäugeln, gefunden werden nur klar definierte Produkte zum Kaufen. Wenn man wirklich mal etwas visuell sucht, ist man aufgeschmissen. All dieser mehr oder weniger Spaß wird unter Android 7.0 mit wesentlich besserem TouchWiz von dem Exynos 855 8-Kern-Prozessor befeuert. Klar, schnell, selbst schäbig programmierte Games laufen sauber, aber all das ebenso energieeffizient. Wenn wir einfach mal von den typischen Rucklern in den Menüs absehen. Längeres Surfen, längere Foto- oder Videosessions strapazieren den 3.500 mAh Akku eher mäßig. Am Ende des Drehtages waren noch etwa 50% Saft im Akku. Ernsthaft beeindruckend. Trotz Always On, LTE und so weiter. Das normale S8 mit 3.000 mAh schneidet im Vergleich fast schon unwesentlich schlechter ab. Nun und sonst? Ein furchtbar quakender Mono-Lautsprecher und ein, ich meine, es gäbe noch DeX. Das, was das Handy zu einem PC-ähnlichen Ding machen soll, hab ich nicht. Also was noch? Bixby. Die hat sogar einen eigenen Knopf an der Seite. Aber mehr als ein anderes Google Now bzw. Assistant mit Wetter, Termin und News-Ansammlung ist das bisher nicht. Kopfhöreranschluss! Juhu! Oh, und ziemlich geil ist Bluetooth 5.0 bzw. dadurch aktuell die Möglichkeit, zwei kabellose Kopfhörer beispielsweise gleichzeitig verbinden zu können. Das ist innovativ. Obendrauf noch GPS, WLAN AC, LTE Cat 9 bzw. 16, aber nicht bei uns. Also, was haben wir gelernt? Das Display ist schön groß, das Telefon schön schnell, der Rest wie immer. Bisher ernsthaft innovativ sind zwei kabellose Kopfhörer gleichzeitig verbinden und dass der Akku, gerade im Vergleich zu vielen Mitbewerbern, trotz viel Multimedia schön lange durchhält. Denn Innovationen sollen nicht fettkrass knallen, sondern sich geschickt in unser Leben einfügen können. Und somit ist das S8 keineswegs ein schlechtes Telefon, nein, doch ist es ebenso keineswegs das fast perfekte Smartphone und schon gar nicht das perfekte Smartphone. Und zum Schluss nochmal ein Video mit der Frontkamera, damit ihr auch nochmal die sehen könnt und den Ton direkt vom Handy hört. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oder ein Abo da und checkt auch hier jetzt die anderen Videos in der Endcard aus. Und ich werde mir jetzt eine riesige Packung Schokolade gönnen. Die hier, guck mal. Einfach geil!